die ich spielen will, und zwar Valhalla will ich jetzt unbedingt auch spielen. Ich war mir eigentlich nicht so sicher wegen Valhalla, weil das sah nicht so nach Assassin's Creed aus. Aber ich habe beim Kronk, der hat es am Freitag gespielt, ich habe ein, zwei Minuten reingeschaltet und der Soundtrack ist einfach nur göttlich. Er fuhr gerade auf dem Schiff und die Männer haben gerade so ein keltisches Lied gesungen und ich so, okay, shut up, take my money. Und genau, das werden wir am Freitag spielen. Valhalla juckt mich halt das Thema nicht. Echt? Wikinger juckt dich gar nicht? Das finde ich echt interessant. Weil Wikinger waren ja. Wir Warte. stellen keine Fragen. Ich werde lieber unentschlossen bleiben. Stimmt. Tschüss. Genau, weil die Wikinger waren ja übertrieben heftig. Die hatten Handelsposten bis in den Fernen Osten. Das muss man sich mal vorstellen. Naja, auf jeden Fall habe ich halt hin und her überlegt. Und weil Odyssee von der Thematik ziemlich gut passt für Rome Total War, spielt ja beides in der Antike, aber ich gedacht, dann machen wir das beides am Montag jetzt. Und wo bin ich denn gerade? Ah, hier, genau, ja. Giftige Begegnung machen wir Banane. Genau, und dann am Freitag machen wir ein bisschen Ghost Runner und Valhalla. Also in diesem Freitag machen wir wahrscheinlich nur Valhalla. Genau, Valhalla hat mehr mit Assassin's Creed als Odyssey, nur so nebenbei. Findest du? Also ich verbinde halt mit Ja, okay, also von der Grundidee finde ich, passt. Je länger ich drüber nachdenke, hast du wahrscheinlich recht. Ich wollte die ganze Zeit so anfangen, so ja, aber so Wikinger, so Stealthy, naja, die waren ja eher so barbarenmäßig, Plünderer und so. Aber naja, und Sparta und Griechenland. Es ist auch so lala. Genau. Aber ich bin mal sehr gespannt. Also ich habe schon ein paar Kritiken gesehen. Also nicht komplett angesehen. Ich habe sie nur das Fazit quasi gelesen, ohne mich zu spoilern. Die waren sehr durchwachsen. Also viele haben gesagt, das ist an sich ein guter Gedanke, aber sie wollen zu viel und können nichts, so ungefähr. Da bin ich mal sehr gespannt. Da werde ich mir auf jeden Fall meine eigene Meinung holen. Ich schaue mir gerade Gameplay an. Warte doch bis Freitag. Nee, aber alles gut. So, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gehypt und sehr gespannt. So, ich mache jetzt mal eine andere Quest an, weil dieser Giftmischer, den will ich auf jeden Fall noch nicht machen. Ja, Level 17, wir sind 14, okay. Flucht aus Athen, das können wir doch mal machen. Und dafür bekommen wir einen Bogen. Und ich werde es auch selber spielen, ja. Ja. Vorsichtig, niemand darf mich sehen. Wieso? Bin ich. Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass das. Wo bin ich denn hier? Hä? Oh, okay. War anscheinend nicht ganz gut, wo ich da jetzt war. Ich muss eh darüber. Ich wollte da nicht rein. So. Ah, ich war sowieso in der richtigen Richtung. Hallo, guten Tag. Ich will dich nicht stören. Erst wenn ich drei Level höher bin, dann komme ich wieder und versohle dir den Popo. Viel Spaß.
So. Ich muss halt auch, nochmal an Rake. Was war das? Wahrscheinlich noch haben, oder? Ich muss halt auch schauen, was hier auf meinem Stream am meisten geschaut wird, ne? Weil, bringt nichts, wenn ich. Wer ist das? Hä? Ich. Wieso? Wer bist du? Wieso greift er mich jetzt gerade an? Ich weiß es halt echt nicht. Bandit? Entschuldigung. Kommt in die Gosse. Okay, das war ein Bandit. Interessant. Aber wieso hat er mich angegriffen, nur weil er ein Bandit ist? Ich meine, ich stand nur hinter ihm und habe ihn nett angelächelt. Ich meine, schau dir mal Cassandra an. Wenn du dich umdrehst, denkst du dann, ich wäre von irgendeiner Polizeibehörde oder was? Naja, vielleicht. So, da ist die... Oh, wie geil! Imi! Wir müssen dahin! wir müssen... Alter! Weißt du, wie geil das wäre, irgendwie so... Ich hab's auch so geliebt, in Venedig durch die Glasbläserwerkstätten zu gehen. So geil. Ich war im roten Bereich. Muss ich mal öfters drauf achten, ne? Gut, ich... Alter, wie geil ist das denn? Ich melde mich dann nochmal bei dir, wenn ich Zeit reisen kann. Diese Statuen sind unglaublich. Ihre Bildhauer sind wahrlich Meister ihrer Zunft. Ja, vor allem der macht sogar die Innenseite der Säule. Respekt. Krass. Ich wiederhole mich, aber ich finde es richtig cool, dass die Statuen auch farbig gemacht haben. So, dann klettern wir mal hoch. Wie es aussieht, muss ich da nicht hin. Ich kletter mal hier hoch. Dann gehe ich mal hier runter. Cool. So Marmor und Bronze zusammen ist halt auch cool. Alter. Immer weiter. Ganz ehrlich, so eine Werkstatt zu haben, ist so geil. Also so einen ganz hohen Raum und dann hier sind die Ebenen, wo man drin wohnt. Ach ja. Guten Tag. Hallo. Entschuldige bitte. Wie kamst du an der Wache vorbei? Keiner kommt an hier vorbei. Ruhig, Perikles schickt mich. Lobet Athena. Ich wusste, er schickt Hilfe. Ich hatte Angst, die hätten dich auf mich angesetzt. Wer sind die? So wie Aaron Demetz, ja, genau. Wir müssen dich von hier wegbringen. Die scheinen dir Angst zu machen. Wer? Die? Die Schatten in der Nacht, die einem den Schlaf rauben. Die kann ich. Uns. Niemand ist mehr sicher in Athen. Der Kult. Du bist in Gefahr. Ich will mal wissen, was der alles weiß. Der Kult des Kosmos. Du kennst sie also. Natürlich kenne ich den Kult. Sieh dir das an. Das sind Anweisungen.
Für meine Ermordung. Doch sie wurden zerrissen. Dann will Perikles dich nicht nur aus Athen schaffen, um dich vor dem Urteil zu retten, sondern vor einem Mordanschlag. Ich weiß nicht, wem ich trauen kann. Ich bin nur ein Künstler, will nur schaffen. Was soll ich denn tun? Als allererstes musst du dich zusammenreißen. Über dich wird gerichtet, die Leute sind gegen dich und der Kult will dich töten. Ja, das weiß er doch. Reiß dich zusammen. Ja, natürlich. So, stimmen die Anschuldigungen? Leon sagt, du verschwendest das Geld des Volks. Wenn es nach ihm geht, schlägt man dir den Kopf ab. Leon sprach von mir? Was für Perikles Schmerzen. Erst Gottlosigkeit, nun Raub. Nach allem, was wir für die Stadt taten. Du stehst Perikles sehr nahe. Für Perikles und mich geht es um unsere Liebe zu Athen. Unsere Unterschiede treiben uns zu Großem. Das ist wahre Freundschaft. Interessant. Also gut, wir müssen los. Hast du eine Idee, wo ich dich hinbringen könnte? Südlich von Athen liegt die kleine Insel Seriphos. Mein Freund Heras lebt dort. Als sich das Komplott gegen mich aufdeckte, informierte ich ihn. Wenn uns einer helfen kann, dann er. Gut, wenn er Hinweise auf die Identität der Kultisten hat, brauche ich sie. Ja, natürlich. Die Wache. Ich lenke sie ab, du schleichst dich raus. Wir treffen uns heute Nacht und segeln nach Seriphos. Verbirg dein Gesicht, bis wir uns am Hafen treffen. Verstanden. Du hast nicht wirklich gedacht, ich ließe dich hier einfach so ein- und ausgehen, oder? Also, wo bist du? Ganz kurz. Wir standen doch gerade mitten im Raum und der war vor der Tür. Oder der war auf der Innenseite der Tür. Der hatte uns angeschaut. Also doch, denke ich schon. Hey, Red King. Alles gut bei dir? So. Jetzt muss ich aus hier raus. Warte, wie bin ich hier reingekommen? Ah, hier. Ich kann dich noch sehen. Oh. Oh. Na komm, nochmal. Na, bist du bereit? Doch nicht so. Sorry. Ich wollte dich nicht schlagen. Greifen jetzt die Bürger mich an? Na gut, dann klettere ich mal aufs Dach. Kommt der hinterher? Die holen mit einer Schaufel. Ist das niedlich? Oh! Was ist los mit dir? Die klettern besser als ich. Nein. Alter Schwede. Ups. Oh. Ah, nice. Ich bin nur ein Freund der Künste, Junge. Entschuldigung, es tut mir leid. Wow. Alle meine Entchen, ich gehe schon. Also manche Lieder sind hier richtig schön. Aber ich habe doch keine Unruhe gestiftet. Der hat mich angegriffen. Schere, Freund.
Kannst du die Hilfe einer Söldnerin gebrauchen? Bitte hör mich an. Ich habe ihn gesehen. Den Sturz Athens. Du hast was gesehen? Die Blume, die unter dem liebevollen Blick der Sonne verwelkt. Eine schwere Krankheit am Horizont. Verzweiflung wird Athen verzehren. Gut, du redest Unsinn. Nein, so etwas passiert nur in Märchen. Sehr poetisch. Mhm, ja, doch, doch. Das war echt poetisch ausgedrückt. Das war nicht poetisch. Das ist eine echte Gefahr, von der ich spreche. Du musst etwas dagegen unternehmen. Und was ist das? Großer Söldling, du bist gerade rechtzeitig eingetroffen. Um die Stadt vor der Verzweiflung zu retten, musst du diese welke Blume zum Arzt in der Stadt bringen. Erst dann wird er von dem Sturm erfahren, der sich zusammenbraut. Also soll ich sie überbringen? Ja, das wird nicht schwer. Muss nur unversehrt ankommen. Ich muss eine Blume? Warte, nee, er spricht nicht von einer Blume, oder? Also keine Pflanze. Also, hä? Oder ist das ein verstecktes Zeichen? Ist gut, ich mache es. Bei den Göttern, danke. Oh, Entschuldigung. Ich muss dann mal los. Böses Omen. Warte, ich hab vergessen, bei meinem Handy die Dinge auszumachen. So, bei Nacht. Ja, komm, warte mal. Ich kann ja die Blume irgendwie überbringen, während wir auf die Nacht warten. Der böses Omen ist es, ne? Attika. In einer Vision hat ein Bettler in einer verwelkten. Okay, ist wohl wirklich. Warte. By the way, in Valhalla kannst du einen Wolf reiten statt ein Pferd. Was? Cool. Machen wir. Alter, wie? Was? Überbringe die Vorräte. Gut, Kamera wieder an. Ja, bin ich. Man kann einen Wolf reiten. Nice, 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 nice. Guten Tag, der Herr. So, habe ich schon erwähnt, wie nice Valhalla ist. So, okay. Rake, hast du dir jetzt einen Trailer angeschaut? Oh, hier ist ein Hintertürchen. So. Gut, dann wollen wir mal. Guten Tag, der Herr. Jemand meinte, du brauchst das vielleicht. Danke. Hier, das ist für dich, Söldling. Das war's. Okay, cool, danke. Ich meine, du kannst in Odyssee und mit Pergamas rumhalten oder mit Einhörnern. Ja, das stimmt. Gut, dann wollen wir mal schauen. Also, wir haben noch ein bisschen Zeit bis Mitternacht. Oder halt bis nachts. Das Scherbengericht. Oh ja, das Scherbengericht. Oh ja, wenn Cassandra zu einem von Perikles berühmten Symphonien eingeladen werden wollte, würde sie für die Verbannung eines anscheinend unschuldigen Mannes sorgen müssen. Ah, das machen wir doch. Juhu.
So. Das Schermengericht interessiert mich jetzt wirklich. So, Entschuldigung, ich hüpfe so. Hi. Der macht mir nach. Ist jetzt ein anderer Spieler? Wohin rennst du? Oh. Niemand ist aufgefallen, dass er sehr auffällig war. So. Oh, ein Söldner. Ach, guten Tag, die Dame. Kann ich mit der reden? Nee, ich kann die nur angreifen. Ja, ist ja gut. Nee, das war sie nicht. Das ist sie. Ja, Kind, die Schöne. 34, oh, easy. Abrichter, auf Reisende durch die Welt mit einem Hundegefährte. Häufig gehörte Jakinte, wahrscheinlich, keine Ahnung. Die Schöne, sie sei zu hübsch für das Leben einer Kriegerin. Sie sollte sich besser einen reichen Gemahl, ja, das ist doch immer so, einen reichen Gemahl suchen und ein luxuriöses Leben führen. Stets soll ein Lächeln ihre Lippen spielen. Umspielt haben. Wenn sie als Antwort ihr Schwert in den Bauch des Sprechenden rammte. Ja, cool. Coole Frau. So, stimmt, Teutamos der Flüchtige. Den haben wir ja immer noch. Der lebt ja immer noch. Okay, warte mal. Du kannst auch die Quest machen und es wird automatisch. Achso, es wird automatisch Nacht, okay. Die Alte hatte mich mit zwei anderen umgebracht, außerhalb von Athen. Oh. So, von wegen, es ist ja nicht genug Platz hier in Athen für zwei hübsche Ladies. Oh, der sieht traurig aus. Schluff, schluff. So. Hey Sarah, good morning. Frag nicht, warum ich good morning sage. So. Warte. Du hast viel verpasst. Ich habe Zähne bekommen und sie wieder verloren. Entschuldigung. Was ist passiert? Nee, ist nicht viel passiert.